Hallo liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen vorweihnachtlichen Tag. Gut, morgen ist nicht Weihnachten, morgen ist Heiligabend, aber trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen 23. Dezember und das vorletzte Türchen unserer regulären Adventskalender. Wir wissen ja, es gibt ja einige Kalender wie Glossybox, Lookfantastic, Brand News. Die gehen ja länger. Das heißt, es wird am 24., 25., 26. Video geben. Dann werde ich erstmal noch zwei andere Videos für den 27., 28. hochladen. Und dann werde ich schauen, in der Zeit halt praktisch, dass ich meine Fazit-Videos fertig bekomme. Wo ich dann euch sage, welche Adventskalender hat sich gelohnt, welche Kalender nicht. Und welche Produkte fand ich richtig gut und welche fand ich echt bescheiden. Und genau da werde ich mich dann nach Weihnachten dran setzen. Das heißt, 25. und 26. werden sehr kurze Videos werden. Aber wir wollen ja dabei bleiben. Wir wollen ja auch die letzten Produkte und Tage noch öffnen. Ich weiß, wird dann nur wenig werden, aber es gehört dazu. Heute haben wir, wie gesagt, den 23. Da hatten wir hier diesen Pinsel. Ich habe ihn nicht ausprobiert, noch nicht. Ich werde ihn aber mal mit nutzen, wahrscheinlich morgen. Und dann kann ich euch da so vielleicht noch in das Fazit-Video noch was mit reinpacken. Glossybox, das war heute sehr schön. Und zwar 7 Ampullen mit 2 Milliliter halt von Barbo Active Night. Ne, Serumkonzentrat. Finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich sehr drüber, dass das dabei ist und werde auf jeden Fall nutzen. Sehr, sehr schön. Ja, von dem Männerlook Fantastic hatten wir von Esper dieses Fitness Shower Gel. Von Esper hatte ich tatsächlich schon mal Skin Refinings und Peeling. Das war richtig, richtig gut. Das kann ich tatsächlich empfehlen. Und sonst hatte ich aber von Esper noch nicht so viel probiert, bin aber sehr interessiert daran und freue mich dann auch mal, weißt du was, wie so ein Showergel ausprobieren. Ich weiß, ich mecke immer rum, ich habe zu viel. Tatsächlich habe ich auch zu viel, aber ich möchte es tatsächlich doch ausprobieren, weil das ist halt eine andere Marke mal, wisst ihr? Ja, zu den Tees, ich sag da einfach nichts mehr dazu. Es lohnt sich nicht, meine Zeit in diese Tee-Adventskalender zu stecken, außer dass ich sie trinke, austrinke und fertig bin. Ja. Eine Badebombe, ja. Das war heute die letzte. Ne, ich habe immer so gezählt, 1., 3., 5. und so weiter. Ne. Deswegen war heute dann die letzte. Und ja, ne, ist okay. Also, es ist ein Badebomben-Adventskalender. Ich habe zwei ausprobiert und war sehr gut, sehr zufrieden mit der Qualität. Und ich denke mal, das wird ein gutes Fazit werden. Waterdrop haben wir heute Sky drin. Jo, ist angenehm zu trinken. Ist ganz gut. Ja, bin ich zufrieden. Räucherkerzen-Adventskalender. Ich habe sie tatsächlich noch nicht angezündet. Ich kam noch nicht dazu. Muss ich nachholen. Ich schwöre, ich hole es nach. Aber am Ende werden sich wahrscheinlich viele Düfte wiederholen. Sag, wie es ist. Bei dem Müller-Ampullen-Adventskalender wollte die QC-Antifalten-Ampulle drin. Jo. Dann hatten wir Knusperkokos im Aldi-Adventskalender. Jo, auch ganz okay. Jo, Schokotaler. Ein kleiner Lind-Teddy. Der ist süß. Den werde ich aber weitergeben. Genau, dann hatten wir heute in den großen diese eklige Sorte, die schlimmste Sorte, die es gibt. Oh mein Gott, die Grapefruit-Sorte, das Mikrolyt-Getränk. Es ist so schlimm. Oh, die Blaubeere geht noch, Melone ist, naja, aber Grapefruit, boah, fürchterlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz schlimm. Ah ja, Spa, Action Spa Adventskalender. Hey. Diese Schokolade war in Just Legends Adventskalender, also kein Getränk, sondern eine Schokolade.
kann sie euch auch noch zeigen. Sie liegt doch zum Teil hier. So sieht sie aus, ne? Also hinten normal Schokolade und vorne halt so Nüsse. Und ja, sie hat halt weihnachtliche Gewürze mit knackigen Nüssen. So wie es da drauf steht auch. Mir schmeckt es leider nicht. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag, wenn etwas nach etwas anderem schmeckt, lieber das Original haben. Und nicht ein alternatives Produkt. So. Es ist schwierig. Bei Milch bin ich da ein bisschen anders, aber hier die Schokolade soll eindeutig nach Lebkuchen schmecken. Also das Kommentar von meiner Mutter war jetzt, praktisch schmeckt wie Lebkuchen. Und ich habe nichts gegen Lebkuchen. Ich esse gerne mal Lebkuchen. Aber dann ist es Lebkuchen. Und ich brauche das nicht als Schokolade. Also, weiß ich nicht. Also, muss nicht sein. Nee. Gefällt mir gar nicht. Deswegen habe ich es weitergegeben. Aber ist nicht schlimm. Also, wird gegessen. Dann das Badesalz. Ja, das habe ich heute ausprobiert. Hat sehr gut gerochen. War schön langanhaltender Duft. Hat schön die Wanne gefärbt. Fand ich sehr angenehm. War sehr zufrieden mit dem Badesalz. Ja, Hello Buddy, da haben wir heute so eine Reinigungsmaske drin. 60 Gramm. Hello Buddy ist eine sehr gute Marke, wie ich finde. Und ja, wird bestimmt gut sein, aber ich werde erstmal andere Masken, die jetzt hier in den Sachets waren, also für Eimeranwendung, erst die nutzen und dann diese Tiegel aufbrauchen. Man kann schlecht lesen, aber das ist von Isana eine Hyaluron Intense Konzentrat Ampulle. Ja, okay, ne? Balea Men hatten wir heute die regenerierende Nachtcreme. Die Nachtcreme ist schon gut, aber sie hat einen männlichen Duft, aber es geht. Also ich werde für mich die definitiv verwenden. Ja, ist okay. Das Bodyfluorid habe ich mir tatsächlich rausgelegt, weil mein eines Bodylotion hier von Witchowitz, was in den einen Kalender war, ich glaube in den Look Fantastic Man war das drin, halt alle ist. Und ja, dann wird das hier mein Nachfolger. Ich habe mich spontan dazu entschieden. Wo ich heute aufgeräumt habe, habe ich dann so die Sachen und dann dachte ich so, nee, das nehme ich als nächstes. Die Cremedusche habe ich nicht ausprobiert heute. Ich habe tatsächlich von Balea Men mit dem Schokoladenduft ausprobiert. Nicht sehr schokoladig, kann ich auch als Frau nutzen, finde ich sehr gut. Also habe ich die erstmal zur Seite getan. Ja, Primer nutze ich ja jetzt nicht so oft oder gar nicht und ich habe es mir jetzt in meinem Backup hier hinten hingetan zu meinen Sachen. Ich werde es mal mit verwenden und mal schauen, wie es mir gefällt. Weil so Primer bin ich momentan nicht so, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Das Badekonzentrat, das finde ich auch sehr gut, aber habe ich auch noch nicht ausprobiert. Werde ich dann beim nächsten Mal nutzen. Und dann hatten wir heute noch die Barley Cashew, unter anderem mit Schale, also so ne, diese Haut halt, nicht die Schale, sondern Haut. Und ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen Nüssen. Ich habe was probiert, aber fand es jetzt nicht so gut. Aber mein Freund sagte, er findet die sehr lecker. Auch, dass die halt diese Haut hatten, fand er sehr gut. Und würde die definitiv auch wiederholen, wenn sie im Angebot wären. Ja, Lippenmaske. Ich habe noch welche rumliegen. Ich werde erstmal dann das nach und nach verwenden. Die Marke hatten wir ja auch als diese Ampulle drin, mit den praktisch diese Lippenserum gehabt. Und jetzt haben wir praktisch die Lippenmaske. Man muss halt schauen, was einem mehr zu sagt. Mag man lieber so eine Lippenmaske oder das lieber so als Feuchtigkeit auftragen? Ich muss sagen, so eine Lippenmaske finde ich manchmal ganz gut. Genau, heute war von Level Up hier so eine Special-Sorte drin. Honig, Vanille, Zitrone. Und ich mag, also ich kann Honig essen und ab und an ist Honig ganz gut. Aber ich mag den Geruch von Honig nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde den Geruch von Honig so ein bisschen unangenehm.
So merke ich viel Honig. Reicht dezent Vanille. Zitrone würde ich jetzt nicht rausschmecken, aber vielleicht ist es diese Frische, das es mir gibt. Ja, ich bin eine Mehltrinkerin, also ich trinke total gerne Met. Deswegen habe ich auch mit Honiggetränken kein Problem. Aber es wäre jetzt nicht meine Wahl zum Nachkaufen. Nee, ich würde es nicht nachkaufen. Dann hatten wir in der Nizzeria Adventskalender, deswegen auch wieder zweimal, diese Frischhaltefolie praktisch mit als Bienenwachstücher. Ich habe es mir einmal weggetan, einmal wird es das als Geschenk geben und ja, habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Es ist auch nicht so, dass wir in unseren Haushalt viel verpacken mit Frischhaltefolie. Vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, vielleicht alle 2 Jahre mal einmal. Es ist so selten, dass wir die Sachen verwenden und ja, deswegen kann ich zu Bienenwachstücher einfach nichts sagen und ich werde jetzt auch nicht die Bienenwachstücher für irgendwas verwenden, wenn wir es nicht verwenden müssen. Und zu guter Letzt etwas, was ich heute noch verschenkt habe an meine liebe Mama, und zwar dieses Estée Lauder Set. Ja, wir haben ja hier so eine kleine süße Kosmetiktasche. Da war dieser Lippenstift drin. Die Farbe kommt auf dem Bild schon sehr nah. Dann haben wir ja diesen, ich glaube, Lidschatten-Lippenliner-Stift. Ja, auf jeden Fall diesen Stift noch dazu. Und das sieht man hier ein bisschen schlecht. Das ist hier dieses Advanced Night Repair. Das habe ich hier auch noch mal mit Verpackung. Nur, dass ihr es mal noch mal seht. So sieht das halt aus, ne? Genau. Und weil ich halt das habe, ich habe ja das große Set damals geholt, hier dieses Blockbuster-Set. Und ich habe ja hier Lippenstifte von Estée Lauder. Einmal den großen und einmal hier diesen kleinen Mini hier. Und dann war ja in dem Blockbuster-Set Lippenstift drin und dann dachte ich, nee, komm, jetzt gibst du weiter. Und da hat sie sich sehr drüber gefreut. Ja, das musste einfach sein. Kommt, Leute, ja, kommt. So muss das sein. Ich habe wirklich genug. Also, ich hatte ja jetzt ja auch noch hier die Yves Saint Laurent, die Chanel, den Lippenstift. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier, ne, ich habe ja meine Dinge und so kann ich halt auch mal was weitergeben, ne? Und es sind tolle Sachen. Also, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, nee, ich will das nicht, sondern gebe ja auch was weiter, was ich schon gerne behalten hätte, aber sage, komm, das wandert weiter. Jo. Ich hoffe, ihr seid schon sehr vorweihnachtlich in dieser Weihnachtsstimmung drin. Bei mir ist es tatsächlich so, oh, ist Besuch da. Es ist noch nicht so weihnachtlich. Ich fühle das momentan einfach gar nicht so dieses Jahr. Aber ist auch nicht schlimm. Man ist zusammen, man unternimmt was zusammen, man macht was zusammen, man hat Spaß zusammen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und das ist so das Wichtigste, ne? Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch, solltet ihr nicht dazu kommen. Ich mache ja trotzdem meine Videos weiter. Solltet ihr nicht dazu kommen, mir zuzuschauen morgen, wünsche ich euch heute schon damit schöne Weihnachten, auch dir, liebe Micha, alles Liebe, schöne Weihnachten, auch meinen ganzen anderen Abonnenten. Ich wünsche euch wunder, wunder, wunderschöne Weihnachten schon mal vorab und hoffe, euch geht's soweit gut. Lasst euch feiern und habt Spaß und ne, ganz viel Liebe an euch alle. Danke, dass ihr mir zuschaut und bei mir gibt es morgen mein Video und dann sehen wir uns morgen wieder und bis dann und tschüss.